Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Petras Kunstwerkstatt. Ich bin Petra und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ich möchte mich heute bedanken bei der Hannelore. Die Hannelore hat mir ein paar von ihren blinden Schriftblättern überlassen und das hat mich als Kind schon so fasziniert und jetzt habe ich es endlich in den Händen und ich finde es einfach toll. Und zum Junk Journalen ist es natürlich allererste Sahne. Vielen, vielen Dank nochmal dafür, Hannelore. So. Als Dankeschön habe ich ihr eine Signatur gemacht. Die kann sie in ihr Junk Journal mit einbinden oder aber sie nimmt kleine Teile raus und verarbeitet es anderweitig, ne? Was man da eben so macht. Ich habe ihr dazu einen kleinen Brief geschrieben mit meiner liebsten Faltmethode, indem man dieses geschriebene Papier so faltet, dass man es nicht kleben muss. Geklebt ist lediglich hier dieses Siegel, wo ich dann halt mein Wappen mit reingepresst habe. Das lege ich dazu und dazu lege ich ihr dann eine von meinen gedrehten Perlen. Die sind aus Papier gemacht und dann aufgezogen auf Draht, mit Draht nochmal umwickelt. Aber dazu gibt es auch schon Videos. Nicht von mir, aber von anderen. So, dann wollen wir uns mal kurz die Signatur anschauen. Ich habe hier also verschiedene Medien verwendet. Mixed Media nennt man sowas ja. Hier habe ich ein englisches Buch genommen. Das hatte so eine schöne Patina, der Pfadfinder. Dann habe ich hier unten drunter habe ich Nessel, Streifen Nessel, hier auch noch Netz, hier oben habe ich mit Strukturpaste gearbeitet, es sind Spritzer drauf, dann habe ich hier noch mal etwas genäht, um das Dankeschön, kann man es überhaupt sehen, ja, da kann man hinten dann auch noch was draufschreiben, hier habe ich ein paar Perlchen noch dran genommen. Und hier nochmal diese Dreier-Variation, sagt man ja immer dazu, ne? So wie der goldene Schnitt auch, dass das optisch, ne? Dass man, weil ich sag mal, ungerade Zahlen, die empfindet man halt als schön. Als anstatt gerade Zahlen. Ne? Man kauft ja auch eine Rose und 3, 5, 7, 9, aber nicht 2 oder 4. Das ist irgendwie komisch. Ja, und wenn man das aufklappt, habe ich dann hier so ein Haar gemacht aus Wellpappe, dann nochmal mit Draht umwickelt. Der Draht war ein bisschen störrisch, der ist eigentlich ein bisschen zu dick dafür, aber es funktioniert. Da habe ich eine Tasche gemacht. Dann habe ich hier unten noch mal mit einem Stempel. Das, das war ein Stempel. Das hier auch. Das hier habe ich dann noch mal Mai. Also das ist das Datum, was man jetzt im Moment hat. Dann habe ich das in Petrol. Habe ich das abgestippt. Das Papier ist in Tee gebadet und in der Sonne getrocknet. Was habe ich noch? Ja, wieder Spritzer. Hier so eine kleine Collage drunter. Hier kommt auch wieder diese Falttechnik von Kleeblatt Creation. Die macht das ganz toll. Die Seite müsst ihr unbedingt anschauen. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Tick. Hier nochmal wieder die Rokals. So, wenn man das dann umklappt, habe ich hier Serviettentechnik. Mit Kleister ist das gemacht. Das ist so ein Fake-Reispapier, nennt man das. Ja, dann hier so ein kleines Cluster aus den Resten, mit denen ich in dieser Signatur gearbeitet habe. Ein bisschen Goldfaden, ein bisschen von diesem grünen Faden. Ach ja, und hier ist dieses Papier. Und das habe ich auf einem Video gezeigt. Da habe ich auf die Schnelle einfach nur verwelkte Petersilie, die man sich so nicht mehr auf die Kartoffeln bröselt. Die schon wirklich gelb waren, die habe ich dann einfach zwischen das Papier gelegt und habe das durch die Big Shot, durch die Walze gedreht und ja, dabei ist das hier rausgekommen. Dann noch ein paar grüne Spritzer.
Hier auf der Seite habe ich einen Die-Cut genommen, ein bisschen Crocker-Paste, auch wieder von diesem Buch. Dann nochmal ein paar Spritzer. Hier ist das durchgekommen, diese Petersilie, ne, dieser daraus gekommen ist. Ja, hier habe ich nochmal diese von Kleeblatt Creation, diese Technik. Dann habe ich hier diese Tags noch dazu gemacht. Dann bin ich mit dem, habe dann nochmal betont den Körper und hier mit der Nähmaschine. Ja, und hier auch in die Mitte habe ich dann nochmal zur Verstärkung Futterstoff geklebt. Sollte man nur von einer Seite machen, weil wenn man das von der zweiten Seite auch macht, dann lässt sich das nicht mehr leicht knicken. Aber das hält ja dann auch damit. Also braucht man da auch nicht mehr. Hier ist nochmal so eine kleine Collage. Dann Forest Muster unten drunter. Und ja, hier ist die Blindenschrift, habe ich mit eingearbeitet. Natürlich auch mit diesem Dankeschön. Nochmal in die Mitte habe ich dann ein raffiniertes Löchlein reingemacht. Und ja, hier habe ich dann Charms mit reingenommen, dass es handgemacht ist. Aber das weiß man ja eigentlich auch. Ja, dann auf der nächsten Seite habe ich hier ein Guckloch gemacht. Ich finde das auch immer ganz interessant. Da kann man dann auch schon sehen, was auf der nächsten Seite passiert. Und dann habe ich meine Brandlöcher gemacht mit dem Brennpeter. Da gibt es auch ein Video zu. Das ist ganz interessant. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr Lust habt. So, auf der anderen Seite. Ja, habe ich dann hier auch noch mal ein paar Löcher reingebrannt. Kann man das sehen? Damit das ja dazugehörig ist. Ne? Hier nochmal eine kleine Collage. Hier nochmal ein Cluster. Ja, und das ist dieses gefärbte Papier. Hier sieht man dann auch nochmal die Petersilie. Und hier habe ich eine Matte, ein Tischset, habe ich da drauf gelegt und dann in der Sonne trocknen lassen. Das ergibt dieses Muster. Ja, hier nochmal die Serviette, die alten Bücher, hier nochmal die Falltechnik. Ja, und hier habe ich dann etwas exzessiver dann an der Nähmaschine noch genäht. So, hier habe ich noch einen Tag. Also diese Tags und diese Tickets, die habe ich alle auf einem Masterboard gemacht von DIN A4 Größe. Aber das passt gut alles in diese Signatur rein. Ne, das sind also, ich glaube, 3 oder 4 große und dann diese kleinen Tags. Ne? Da ist auch noch mal eins. Da ist eine große. Hier ist eine etwas kleinere. Ja, hier habe ich dann noch mal ein Bellyband gemacht. Und auch noch mal aus Schnipseln. Snippet Roll nennt man das ja. Hier habe ich nochmal mit Schablone gearbeitet und Forest Moss. Ja, und hinten drauf habe ich dann halt meine Werkstatt hinten drauf geschrieben, gestempelt mit meinem Lieblingsstempel. Wollte ich euch nochmal eben zeigen. Den kennt ihr ja bestimmt vielleicht schon. Von Barbaras oder von Susannes Videos. Okay, ja. Das wird heute auf die Reise gehen. Und damit das auch standesgemäß mit der Post verschickt wird, habe ich dazu auch den passenden Umschlag gemacht. Das ist ein alter Amazon Umschlag. Den habe ich zerschnippelt, sodass das alles gut da reinpasst. Und das wird heute dann die Reise antreten. Ja, und ich bin gespannt, wie es ihr gefällt. Die Gestaltung hier von diesem Briefumschlag, hier habe ich auch noch mal, ja, das sind alles Schnipselreste, ne? Buchreste und Papierreste. Dann habe ich gestempelt und ein bisschen Crinkle Past noch mal hingemacht. Ein bisschen Musikpapier, ja, wie gesagt, gestempelt, genäht. Dann gespritzt mit diesen Stiften.
Jo. Und natürlich das Blindenpapier, ne? Das muss er natürlich auch noch mal drauf, ganz klar, weil da bin ich ja total begeistert von. Ja, und ich sag mal, so einen Umschlag könnt ihr natürlich auch gestalten, wenn ihr ein Happy Mail verschicken wollt. Das eignet sich da auch immer sehr gut zu. Ja, ich denke mal, jetzt werde ich alles noch schön verpacken und verkleben und dann bringe ich es zur Post und dann hoffe ich mal, dass die Hannelore sich darüber freut. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert. Es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar, da freue ich mich sehr drüber. Seid kreativ und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Die Sonne scheint, ein bisschen an die frische Luft gehen vielleicht. Ja, und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.